Als ich wieder zu mir kam, standen drei Ärzte und zwei Schwestern vor mir, daneben ein Förster und ein Mann im Anzug. Inoperabel, sagte der eine. Der Mann mit dem Anzug hatte gerade eine Plakette irgendwo an meinem Nacken angebracht und etwas von Naturschutz geredet. Mir wurde fiebrig warm und ich schlief wieder ein. Unheimlich ausgeruht, sagte ich mir, öffnete die Augen und drehte mich an die Bettkante. Neben mir stand eine Schwester, sie hatte einen Spiegel in der Hand und ein verlegenes Lächeln, in dem Ekel versteckt werden sollte. Nun war ich gespannt. Was ist? Fragte ich sie. Sie hob den Spiegel an und neben meinem Kopf erschien eine braune, runde Kreatur, die achtbeinig zum Himmel ragte. Ich bekam Angst. Was ist das? Eine außergewöhnlich große und seltene Zecke, sagte sie. Aha, und warum ist die noch in mir? Weil sie unter Naturschutz steht und die untere Forstbehörde die Region ihres Nackens gestern unter Naturschutz gestellt hat. Kein Feuer, kein Campieren oder Zelten und kein Müll liegen lassen. Verhalten Sie sich ruhig und stören Sie die Zecke so wenig als möglich, sagte sie lehrerhaft zu mir. Ach du dickes Zeckchen, sagte ich. Plötzlich hörte man eine Stimme, die wie mit vollem Munde sagte, ich heiße Cedric, ich wurde ohnmächtig. Ich heiße Cedric. Ich wurde ohnmächtig. Cedric sprach unsere Sprache. Ihm war auch klar, dass er eine Art Immunität besaß. Jeden Abend kam ein Förster bei mir vorbei und sah nach, ob es Cedric auch gut ging. Das erinnerte mich an siamesische Zwillinge. Immer hatte ich mich gefragt, wie das wohl sein würde, alles zusammenzumachen. Heute kann ich sagen, man gleicht sich an. Cedric und ich haben mittlerweile denselben Geschmack beim Filme aussuchen, bei T-Shirts und wir lieben dieselbe Fußballmannschaft. Wir haben sogar eine derart ausdiskutierte Meinung, dass wir fast hören können, welcher Gedanke beim anderen gleich kommen wird. Wir haben außerdem angefangen, die französische Atlantikküste zu bereisen, da uns die Seeluft sehr gefällt. Cedric will einen Segelschein im nächsten Sommer machen. Ich glaube, ich mache ihn gleich mit. Cedric schrumpft altersbedingt, sagte der Arzt bei seiner Vorsorgeuntersuchung. Wir saßen mit vorgehaltenen Taschentüchern da, bereit, alles abzufangen, was die Tränendrüsen schicken würde. Das erinnerte mich an fast 2 Dutzend Romantikfilme, die wir zusammen sahen. Was bedeutet das? Wollte ich genau wissen. Der Arzt meinte, Cedric wird sterben. Ihnen bleiben maximal 2 Wochen. Machen Sie alles, was Sie immer aufgeschoben haben. Sonst machen Sie es niemals mehr. 20 Minuten später saßen Cedric und ich noch etwas traurig in unserem Lieblingscafé. Draußen natürlich. Es regnete zwar, aber wir taten so, als wenn Sommer wäre. Darin waren wir Meister geworden. Wir hatten uns 2 Zettel geben lassen und wollten aufschreiben, was wir noch in der verbleibenden Zeit gemeinsam machen wollten. Ganz oben stand Ranger vor die Haustür kacken. Noch waren keine weiteren Punkte notiert, als Cedric mich fragte, was ist das Wichtigste? Ich glitt hin zu einem quietschroten Roller, kam zurück und sagte, das Wichtigste ist Güte, Wahrhaftigkeit, Freundschaft und dass man Dinge teilt. Vielleicht so Sachen, die lustig sind, die etwas irrsinnig sein können, die aber auch irgendwie schön sein müssen.